Darf man Feuerwerkskörper anzünden oder verkaufen an Silvester? Darf man Feuerwerkskörper anzünden oder verkaufen? Nein. Auch dieses Fest der, von Silvester ist ein Fest der Kuffar. Und nicht einmal von den Christen. Nicht einmal von den Christen, sondern es ist von den Heiden. Und sie ehren deswegen den Weihnachtsbaum, liebe Geschwister, weil er auch im Winter grün bleibt. Also haben sie gesagt, dieser Baum, er vertreibt die Geister, weil er so besonders ist und immer grün bleibt. Willst du dieses Fest feiern? Dann bitteschön, geh in den Wald, hol dir ein paar Tannenbäume, mach sie dir auf den Kopf und dann schmeiß mal einen Böller. Ja, subhanallah, erkundigst du dich auch über das, was du machst? Nö, ich mach da mal mit. Und dann, guck mal, subhanallah, Malik. Wallahi, ihr seht die Lage unserer Geschwister in Halab. Aleppo sagt, ihr seht die Lage unserer Geschwister in Burma. Ihr seht die Lage, wo die Kinder, walayadu billah, wegen diesen Feinden Allahs, auf der Straße liegen und keiner die Zeit hat, diese Kinder nur von der Straße aufzuheben. Aufzuheben, geschweige denn, sich um sie zu kümmern. Und daraufhin willst du Feuerwerkskörper verschießen. Manche Leute kaufen für 100, 200, 300 Euro Feuerwerkskörper. Aber er denkt nicht einmal daran, eine Freude in das Herz seines Bruders zu bringen. Nein, er möchte lieber die Freude denjenigen gönnen, die diese Feuerwerkskörper verkaufen. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Wenn du wirklich ein gesundes Herz hast, wirst du dieses nicht feiern. Und das ist ein Fest der Kuffar, was wir nicht kennen. Du solltest Liebe zu deiner Religion haben und wissen, diese Religion hat dir alles gegeben, was du brauchst. Ich meine, siehst du nicht die Kuffar? Die feiern alles, die leben, wie sie wollen, die machen, was sie wollen. Zum Schluss sind sie glücklich, sagt es mir. Schau dir die Selbstmordrate an. Die können doch tun, was sie wollen. Warum sind sie nicht glücklich? Weil sie keine Glückseligkeit von Allah bekommen haben. Das ist die Wahrheit. Na, Wallahu ta'ala.